Mein Name ist Florian. Auf meinem YouTube-Kanal geht es immer wieder um Themen der analogen Fotografie. Und heute ist das jetzt der Auftakt für eine Serie von kurzen Videos zum Fotografieren mit alten Faltkameras. Ja, eine habe ich schon hier, die habe ich hier schon längere Zeit. Und konkret geht es um einen Neuerwerb, den ich gestern gekauft habe. Und ich sage jetzt noch nicht, welche Kamera das ist dann die Quizfrage für euch am Ende des Videos. Und in dieser Serie möchte ich meine Auseinandersetzung mit dieser hoffentlich spannenden Kamera dokumentieren. Licht- und Schattenseiten und so in der Art wie ein Videotagebuch, also neudeutsch ein Vlog. Ja, da wird es kurze Videos geben und ich bin schon gespannt und freue mich drauf. Nach dem Intro geht's los. Ja, dieser Neuerwerb hat eine Vorgeschichte, die beginnt im Winter 2019, als mir eine Freundin, eine ganz liebe Freundin, die Christin Müller, eine Kamera aus ihrer Jugend geschenkt hat. Und zwar diese Zeiss Ikon Netta. Ja, Netta. Und habe es ungefähr erst vor 9 Monaten bekommen. Und sie hat mir dazu auch gezeigt, ihr Fotoalbum, wo 6x6 Kontaktabzüge drinnen waren. Ja, damals hat man ja eigentlich noch teilweise gar nicht diese Vergrößerungen gemacht, sondern so wie die Negativgröße war, das Negativ hat man aufs Papier gelegt, das waren die Kontaktabzüge, war billiger, einfach zu machen. Und ja, die Qualität der Filme war ja teilweise noch nicht so, dass man das vergrößert hat. Ja, beim Anschauen von diesem Fotoalbum war ich eigentlich wie in eine andere Zeit versetzt und ja, habe dann diese Kamera genommen, habe sie sogar noch für 30, 40 Euro, es waren ein paar mechanische Dinge, reparieren lassen, wo ich mich nicht ausgekannt habe damit und habe mittlerweile einige Filme durchfotografiert. Es gibt im Wesentlichen 4 Dinge an dieser Kamera, die mich stören, die möchte ich beleuchten in diesem Video, aber es gibt auch Dinge, die ich einfach super finde. Und weswegen ich eine neue Kamera auch mir geholt habe. So, das erste Manko ist der Filmtransport. Ja, für den Filmtransport, man legt den Film ein, hier kommt der Film rein, hier wird er rüber gespannt, gibt es keinen eigenen Mechanismus. Das heißt, ich habe hier ein rotes Fenster. Und wenn ich hier den Film weiter transportiere und weiter drehe, muss ich hier darauf achten, welche Nummer hier erscheint. 1 bis 12. 12 Bilder gehen hier drauf. Ja, und das ist fehleranfällig. Und bei schlechten Lichtverhältnissen siehst du das nicht gescheit, dann brauchst du vielleicht eine Taschenlampe, musst mit dem Handy reinleuchten, damit man das überhaupt sieht, welche Nummer da erscheint. Das ist ein Nachteil. Ja, und wenn es bei diesem Filmtransport zu Fehlern kommt, dann kann das schon mal so aussehen, dass da Überlappungen gibt. Das ist die eine Möglichkeit. Wenn man freundlich ist, sagt man, das sieht interessant aus, aber es war halt nicht intendiert. Das andere ist, dass es auch passieren kann, dass einfach leere Flecken auf dem Bild sind, wenn man einfach zu viel weiter gedreht hat und ein Bild übersprungen hat. Und ich habe schon gemerkt, da brauche ich eigentlich ein striktes System. Mein System ist da einfach nach jedem Abdrücken sofort weiterdrehen. Und wenn man das einmal nach dem Fotografieren, dann wieder vor dem Fotografieren macht, dann steht man dann bei der nächsten Aufnahme und sagt, habe ich jetzt eigentlich schon einen Film transportiert oder noch nicht? Also am besten meiner Meinung nach gleich direkt nach dem Fotografieren weiterdrehen.
Das zweite Manko ist der Verschluss. Ja, ich habe hier Verschlusszeiten 25, 75, also 25, 75, 200. Und die lassen sich zwar, glaube ich, auch, Zwischenzeiten lassen sich auch bilden, aber das ist sehr eingeschränkt. Ja. 200 ist wenig. Ja. Gibt es dann die Promptor, die hatten schon 400 und es gibt bis 500 gibt es die Zentralverschlüsse. Das ist wenig und wenig Auswahl. Ja. Und komische Zeiten, 75. Ja. Nachteil Nummer 3 ist das Scharfstellen. Ja, dafür muss man schätzen. Es gibt keinen Entfernungsmesser oder man verwendet einen externen, also einen, zum Beispiel einen Messsucher oder Schnittbildsucher, steckt den auf, wie den hier von Voigtländer. Dann kann man das ermitteln, die Distanz, und muss das dann aber dann hier wieder übertragen. Das ist fehleranfällig. Ich kann mich noch ganz genau erinnern bei diesem Motiv. Ich habe sogar mit Schritten ausgemessen und trotzdem ist ein Fehler passiert. Also ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt so unscharf ist. Und Nachteil Nummer 4 und der größte Nachteil ist, dass diese Linse der Novar Anastigmat Blende 75 mm Offenblende 6,3 einfach nicht gut ist. Ja, also das ist ein Dreilinser, ganz einfaches Objektiv, und da gab es zu dieser Zeit schon Besseres. Das war die Billigvariante und man sieht hier optische Defizite. In den Farben flach, wenig kontrastreich, Randunschärfen. Also das Vignette schon bei 6,3 Offenblende. Also das ist eigentlich das Hauptargument gegen diese Kamera. Also hier sehen wir offenblendig eine klar sichtbare Vignette in den Ecken, an den Rändern und auch die Randunschärfe. Wenn man da so rechts unten schaut, UBS, kann man eigentlich kaum lesen. Also Unschärfen. Hier habe ich eine Serie gemacht, das ist mal offenblendig. Ich habe nur die vordere Kante der Bank scharf gestellt. Ja, da sieht man wieder die Vignette. Ja, das ist dann weiter geschlossen, ungefähr 5,6 und das wäre dann irgendwann zwischen 8 und 11. Also, ja, also optisch jetzt nicht so der Burner. Ich zeige mal ein paar Bilder in Farbe von einem Ausflug vom letzten Wochenende an den Almsee im Almtal, Oberösterreich. Ja, es war morgen Vormittag, so zwischen ungefähr gegen 10. Schönes Licht eigentlich, ja. Ein bisschen flach finde ich die Darstellung jetzt hier. Also nicht so ganz überzeugend. Schon schöne Farben eigentlich, ja, so etwas bläulich. Und das war der Portra 160. Ja, irgendwie haben mich die Bilder nicht so um und ich glaube, es liegt dann doch an der Linse. Gut, da habe ich es überbelichtet, aber das ist halt schon die Billig-Variante gewesen auf dieser Kamera. So, möchte jetzt mal die Bronica mitnehmen, aber ich kriege die einfach nicht hier rein. Irgendwie ist die zu groß. Der größte Vorteil dieser Kamera ist das hier. Ja, also das hat mich überzeugt auf Wanderungen, dass ich eine 6x6 Kamera in die Tasche einstecken kann. Schauen wir uns mal diese drei Formate im Vergleich an. Ja, das ist 6x6 Negativformat, 6x4,5, gut, das ist eine große Linse, aber wir sehen, also
Das wiegt ungefähr ein Viertel. Ja. Und hier haben wir die Leica. Das wäre von der Größe her vergleichbar. Ja, auch mit ausgefahrenem Objektiv ähnlich, aber die kann man halt einfach wirklich einfahren. Und gut, der Vergleich hinkt definitiv, denn die Optiken hier sind 20 Jahre jünger und auch besser, 20 Jahre besser. Und ja, gut, hier können wir es von der Größe her vergleichen, da haben wir Kleinbild. Aber ich meine, die Leica-Optiken sind natürlich auch unschlagbar gut. Aber trotzdem, also dieses Platzargument ist gut. Was ich natürlich hier habe, ich habe nur ein Objektiv, das kann ich hier nicht wechseln. Ja? Das ist eine Normalbrennweite ungefähr. Und das ist Fixlinse. Ja. Aber ich möchte auch sagen, was ist hier noch an dieser Kamera, was mir taugt, ein Vorteil sozusagen, ist das nicht cool? Das ist doch super, oder? Drücke ich auf den Knopf und dann kommt das hier raus. Linse ist immer geschützt, wenn sie drinnen ist. Kann nichts passieren. Kompakt. Ich finde einfach dieses Aufklappen einfach, das hat Style. Ja, und diese Vorteile haben mich dann weitersuchen lassen. Ja, ich habe mir dann schon gedacht, das, was hier jetzt meine Mängel sind, das muss ja auch besser gehen. Und ich bin auch fündig geworden. Also bei all den Nachteilen, danke an Christin für diese Kamera, denn sie hat mir dann eigentlich den Weg geöffnet für diese Faltkameras und mein Interesse geweckt. Die neue Kamera, die ich gestern bestellt habe, hat all diese vorher genannten Mängel nicht. Ja. Und jetzt ist meine Quizfrage an die Zuschauer. Welche Kamera könnte ich gestern gekauft haben? Welche Kamera ist das? Ich gebe einen kleinen Tipp. Ich habe zwischen 300 und 400 Euro dafür bezahlt. Ja, also sie war jetzt nicht billig. Und bitte schreibt eure Tipps, eure Vermutungen in die Kommentare. Und die Auflösung gibt es dann im nächsten Video, in der Folge 2. Und bitte, oder was heißt bitte, abonniere unbedingt meinen Kanal, denn im nächsten Video, das nächste Video, Video Nummer 2, wird der Hammer. Das ist dann nämlich eigentlich die Krönung jedes YouTube-Kanals, könnte man sagen. Also das darf in keinem YouTube-Kanal fehlen, das kommt dann im nächsten Video. Ich glaube, du kannst es dir schon vorstellen, was dann auf dich zukommt. Für heute war es das. Ja, ich freue mich, bin gespannt, wie diese Serie weitergeht.